Ja, es soll darum gehen, das Volumen eines Rotationskörpers zu berechnen, das vom Graph der Funktion x² und den Grenzen a gleich 0 und b gleich 5 eingeschlossen wird. Und ja, die Grundidee ist, dass wir sagen, also v0 von x soll sein Pi mal das Integral von 0 bis x f von t zum Quadrat dt. So, das heißt, jetzt bekommen Sie hier ein V0 von 5. Ist gleich. Das Integral von 0 bis 5 f von t, also das ist t Quadrat zum Quadrat dt. T Quadrat zum Quadrat ist t hoch 4 dt. So, Stammfunktion von t hoch 4 ist t hoch 5 Fünftel zwischen 0 und 5. So, und das ist also 5 hoch 5 Fünftel minus 0 hoch 5 Fünftel. Oh, und ich habe wieder das Pi vergessen. Das mache ich immer gern. Also bitte immer daran denken, dass da beim Rotationskörper ein Pi davor stehen muss. Also kommt hier raus Pi mal t hoch 5 Fünftel zwischen 0 und 5. Also Pi mal 5 hoch 5 Fünftel minus 0 hoch 5 Fünftel. Und das ist Pi mal 5 hoch 4, ja, das Volumen. Der Teil ist 0, der fällt weg. Und 5 hoch 4 ist 625. Das ist 625 Pi. So, damit hätte ich das erste Volumen gerechnet. Jetzt kommt das zweite Volumen. Da habe ich hier ein V0 von ln2. Und das ist das Integral von Pi mal das Integral von 0 bis ln2. E hoch x zum Quadrat, e hoch t zum Quadrat dt. Ich hätte auch x schreiben dürfen, das wäre okay gewesen. So, wie geht das jetzt hier weiter? Ja. Wir müssen eine Stammfunktion von e hoch 2t finden. Ja, Sie müssen das erstmal umformen, das ist richtig. Also. Aber Sie müssen, weil hier steht e hoch t zum Quadrat, das ist gefährlich, ja. Sie müssen es erst sinnvoll umformen, in Pi mal Integral von 0 bis ln2. E hoch 2t dt nach dem Potenzgesetz a hoch b hoch c gleich a hoch b mal c. Ja, nach dem Potenzgesetz ist es. Jetzt kommt eine Stammfunktion. Das ist e hoch 2t durch 2 an den Grenzen von 0 bis ln2. Also nicht vergessen, Stammfunktion von e hoch ax plus b ist e hoch ax plus b durch a. Ja, dass diese Formel bitte in- und auswendig lernen. Und jetzt setzen wir das Ganze ein, dann haben wir e hoch 2 ln 2 halbe minus e hoch 2 mal 0 halbe mal Pi. So, da müssen Sie ein bisschen aufpassen, also das könnte durchaus eine Aufgabe aus dem Pflichtteil sein. Das heißt, sowas sollten Sie auch ohne Taschenrechner rechnen können. Und e hoch 0 ist 1, nicht 0. Ihre Frage? Ob da plus c oder plus e steht oben rechts? Hier steht ein plus c. Das ist hier wieder, dass diese Konstante mit, ach Gott, dass diese Konstante von den alle Stammfunktionen. So, da haben wir also das. Jetzt müssen Sie aufpassen. E hoch 0 ist 1. Und jetzt ist die Frage, was ist e hoch 2 ln 2? Das sollten Sie auch im Kopf rechnen können. Und Sie wissen, Sie können die 2 in den ln reinholen zu ln 2 hoch 2. Also dieses 2 mal wird zum 2 hoch. Und wenn Sie die 2 hier blau markieren, dann ist das hier die blau markierte 2 hier. 2 hoch 2 ist 4, e hoch ln 4 ist 4. Also das heißt, Sie bekommen hier e hoch ln 4 gleich 4 raus. Das heißt, diese erste Zahl ist 4. Das hier ist so eine Nebenrechnung. Also kommt hier raus 4 halbe minus... Und dann rechne ich das schnell zusammen und dann kriege ich raus 3 halbe Pi.